Das ist eine Logikaufgabe, da müssen wir ein bisschen, da müssen wir ein bisschen grübeln. Ich glaube, das F und das T war es, was ich nicht aussprechen konnte. Oh wei. Position, Koordinaten, Lage, Standort. Position hat ein T, Koordinaten hat ein T, Standort hat sogar mehrere Ts. Also die Lage der Organon-Basen. Das hier ist die Lage einer dieser Organon-Basen. Das Ich könnte erinnere klappen. mich. Red weiter. Argus will hier eine Bombe. Eine Bombe abwerfen. Geht schon mal nicht. Lebensraum hochgehen lassen. Und dadurch Lebensraum um das Meer einäschern. Das scheint echt gut zu sein. Detonation. Es geht schon mal nicht. Explosion. Lebensraum. Rostrote Meer. Unbewohnbar zu machen. Entweder das oder das. Hochgehen lassen durch den Lebensraum. Explosionen bringen. Rostrote, das ist das D. Das T, was zum D wird. Also das hier. Hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Aber was machen wir mit den anderen Sprengtürmen? Joker in petto, vergiss es. Trumpf auf Lager, vergiss es. Ass im Ärmel klingt gleich gut. Das geheime Wissen in Goldschuhen. Dann wollen die Daten. Das Wissen. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Das könnte Bis klappen. hierhin habe ich Dann alles fass mal zusammen, verstanden. Janosch. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Oh, Das bitte musst du nicht, nicht. Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein. Ich Muss mach das das sein? schon. Oh, jetzt nur nicht lachen, Rufus. Zeig doch Rufus, mal stell dich das an. erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Das Und klingt was ist das gut. hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Argus will hier eine Bombe hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Sind fast durch. Wir haben aber noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Er hat alles verstanden. Bravo. Das ist ja alles schön und gut, fehlerfrei. aber was bringt uns das? Zurzeit befindet sich ein elysianischer Inspektor namens Cletus hier auf der Ponia. Ganz Gol gut hat ihn nachgedacht. begleitet. Darum ist sie überhaupt hier. Mit ihren Codes lässt Fast sich das Fürst letzte zwei. Hochboot in Porta Bin Fisco stolz auf mich. aktivieren, das sie zurück nach Elysium bringen soll. Wir müssen Elysium davon in Kenntnis setzen, dass Deponia bewohnt ist. Na, das war doch Meisterleistung. Darum werde ich Goal nach Elysium bringen. Aber natürlich. Ihr könntet versuchen, den Ältestenrat umzustimmen. Wenn sie erfahren, dass Deponia bewohnt ist, werden sie die Sprengung abblasen. Aber warum solltest ausgerechnet du nach Elysium gehen? Weil ich dem Inspektor zum Verwechseln ähnlich sehe. Das kann doch gar nicht sein. Ist aber so. Rufus und Hast nicht Cletus noch ein könnten Kostüm Zwillinge dabei? sein. Ein merkwürdiger Zufall. Es kommt noch besser. Argus Kreuzer hat an dem besagten Sprengturm angelegt. Seine Mission ist es, Cletus und Goal zum Hochboot nach Porta Fisco zu bringen. Während des Angriffs können Goal und ich das Chaos nutzen, um Cletus zu überrumpeln. Ich werde dann seine Stelle einnehmen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Das klingt sehr riskant. Aber es ist unsere einzige Chance. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Keine Fragen. Das Go von ihm. Yeah. Das Go von ihm. Das Go von ihm. Ja. Und von ihm. Ein Hoch auf Rufus, unsere neuen Anführer. Ui. Yay. Nice. Dann braucht die Baby Go. So cool. Du hast Janosch wie einen kleinen Idioten Als Anführer des Widerstandes. Was ja auch kein Wunder ist, wenn er sich Als mit Anführer. Jemandem von meiner Größe misst. Und was passiert jetzt? Ich schätze, da du dir jetzt wieder einig bist, könnten wir mit der Operation beginnen. Schade irgendwie. Ich fühle mich seltsam unbeschwert, so ganz ohne meine noble und meine sportliche Seite. Ich könnte mich auch dran gewöhnen, drei Goals zu daten. Aber Rufus. Was denn? Ich mag halt nee, all Gottes deine weiß. Facetten, Baby. Oh, das hast du so schön gesagt. Gibst du mir die Datasetten? Ich vermisse die anderen beiden ja schon irgendwie. Und du kommst auch gleich nach in Docs Labor, ja? Sofort.
Da haben wir die Ghoul wieder zusammengeflickt. Was ist denn hier los? Großartig. Janosch? Psst, ich muss hören, was da drin vor sich geht. Was zum... Wieso? Was geht denn da drin vor sich? Und was treibt ihr überhaupt hier? Wir setzen deinen Plan in die Tat um. Was denn sonst? Mein Plan? Ja, du hattest natürlich vollkommen recht. Durch bloßes Rumsitzen und nichts tun. Dann kann man seine Revolte starten. Und darum werden wir proaktiv die Datasetten erbeuten. Moment mal, bei diesen Datasetten handelt es sich um das Bewusstsein meiner Freundin. Freundin? Das hättest du wohl gern. Zuallererst ist Goal eine Widerstand. Sie wird sich natürlich für die gute Sache opfern. Opfern? Sag mal, spinnst du jetzt total? Leider hat noch eine andere Organisation Wind von den Aufstiegsgoals bekommen. Oder sollte ich lieber Unorganisation sagen? Was denn? Du meinst Donner? Genau. Das unorganisierte Verbrechen hat sich in Docs Labor verschanzt. Sie haben Doc und Goal als Geiseln genommen und wollen Joe ihren ungehinderten Abzug erbrechen. Nicht Aber doch. Die Revolution lässt sich nicht erpressen. Sobald ihr schon wollen Stunde schlägt, stürmen wir die Bude einfach. Das heißt, Galef stürmt und ich halte mit Liebold die Stellung. Was? Das ist doch Wahnsinn. Genau. Ich kenne diese Leute. Die sind zu allem fähig. Ihr werdet nur euch selbst umbringen. Also mich. Ja, lasst mich doch das los eines Freiheitskämpfers. Immer bereit für die lasst gute mich doch Sache stürmen. Zu sterben. Wartet damit bitte noch. Sache. Vielleicht fällt mir noch was ich ein. Ich gehe froh. Was hast du vor? Was wohl? Ich gehe da jetzt rein. Aber da drin wimmelt es von unorganisierten Verbrechern. Mit denen werde ich schon fertig. Hey, aufmachen. Ich bin's, Rufus. Ja, Huhu, könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was? Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Ah, die von Liebold. Es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Ja, ich bin ja Mitglied in beiden Organisationen. Von einem davon bin ich so Chef. Ja. Liebolds Verbindung. Die geheimnisvolle Stimme sagte, ich soll das Portal nehmen. Gleich, nachdem ich die Fernbedienung mit Liebolds Implantat benutzt habe. Aha, Liebolds Implantat. Na dann. Liebold. Wozu wohl all diese Knöpfe gut sind? Ich drück einfach den größten. Jo. Und zap. Oh, schaut mich an. Ich habe einen wichtigen Auftrag erfüllt. Jeder Affe hätte das gekonnt. Ätzend. Was? Ein Portal. Da ist Liebold dran schuld. Was? Ein Rufus. Na endlich! Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raum-Zeit-Krümmungen. Und das hier ist die Schreck. Zukunft. Das ist mal auf der Punja 4. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Zukünftiges Ich? So ein Unsinn. Du kapierst es allerdings nicht. Oder war ich denn wirklich so behämmert in der Vergangenheit? Gib dir keine Mühe, Cletus. Ich bin nicht Cletus. Ich komme aus der Zukunft, du Auflaufmodell. Du nennst mich Auflaufmodell? Ja, weil du eins bist. Ein dummes, zurückgebliebenes Auflaufmodell. Ja, bestimmt. Dafür sehe ich nicht so alt aus wie du. Was? Du verdammter Milchgesichtiger. Ich würde dich Jungspund ja übers Knie legen, aber ich kann nicht.
weil die Altersschwäche schon eingesetzt hat. Mann, du bist so ein Schwächling. Du kannst unmöglich ich aus der Zukunft sein. Ich sag das doch nur, um ein Zeitparadoxon zu verhindern. Das könnte ja jeder behaupten. Du hast einfach keine Ahnung von Zeitreisen. Hab ich wohl. Hast du nicht? Ich hab die Pony Doomsday gespielt. Nee, hab ich nicht, aber... Ja... Ich hab Ahnung. Dafür bin ich nicht so hässlich wie du. Von wegen. Du bist sogar noch viel hässlicher als ich. Ha, na, ist krass. Jetzt hast du dich verraten. Mir wären bestimmt viel lässigere Antworten darauf eingefallen. Sind mir auch. Hm. Ich sag das doch nur, um ein Zeitparadoxon zu verhindern. Ausrede. Du hast einfach keine Ahnung von Zeitreisen. Hab ich wohl. Hast du nicht. Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Na, genau. Dann. Also, woran denke ich gerade? Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an Zwiebelzubel. Voll daneben, du Niete. Zwiebelzubel, das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Was soll denn, hast du denn Buch? Gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Nun ja, Zukunftlich, alte Socke. Ja, das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Na dann. Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Boah, ist das etwa eine Knarre? Nein, ja, das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Hab ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Na dann auf. Ich will aber die Knarre. Können wir das nicht irgendwie vorspulen? Das geht nicht. Nicht. Als ich du war, habe ich die Knarre auch erst später bekommen. Wir müssen alles genauso machen wie vorher. Das ist mir egal. Ich will die Knarre. Begreif es doch endlich. Wenn ich dir jetzt die Knarre gebe, verändern wir den Zeitstrahl. Ich würde mich auflösen und wir müssten alles wieder von vorne machen. Sei doch nicht so ein Egoist und gib mir endlich die Knarre. Wenn dir einer ein Egoist ist, dann du. Oder hast du Gold schon befreit? Eine eigenen Knarre würde ich sofort machen. Also ich hab's mit bloßen Händen geschafft. Entweder ich kriege jetzt meine Knarre. Rufus ist oder hier passiert gar nichts. Du kannst die Waffe haben, sobald du Gold befreit hast. Warum befreist du nicht Goal und ich kümmere mich um die Rebellen? Vertrau mir. Du hast es vorhin bereits getan. Wenn du es also gleich tätest, wäre es da drüben jetzt bereits schon wieder passiert. Ach ja, ja, Zeitreisen. Ist doch logisch. Also ich hab's beim ersten Mal verstanden. Zeitreisen sind immer logisch. Warum machst du es nicht einfach selbst? Weil ich hier die Stellung halten muss. Und warum kann ich nicht die Stellung halten? Weil ich die Knarre habe. Mit der Knarre. Na gut, dann befreie ich Goal halt. Bestimmt mache ich das viel lässiger als du. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genauso lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Recht so. Rufus. Ja, ja. Schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre, richtig? Ja, doch. Durch das Portal. Ah ja. Und beeil dich. Hier schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. So ein Idiot. Das wird. Durch das Portal. Doc, Goal, ihr lebt noch. Was ist da los? Rufus? Was treibst du da? Chillen. Töten! Beißt ihm die Augen aus! Ich glaube, das ist diesmal nicht nötig, Boss. Es ist Rufus. Der gehört zu uns. Was hattest du denn in Docs Asbestlager verloren? Ich
brauchte Asbestplatten und habe mich versehentlich eingesperrt. Ja, da muss man vorsichtig sein. Auf diese Weise habe ich zwei Tanten verloren. Aber gut, dass du kommst. Wir sind...